kleine Zeller. Guten Morgen. Fangen wir mal an hier mit unserem Vlog. Guck mal, ist noch so früh, ich krieg die Sonnenbrille schon gar nicht mehr an. So, was haben wir? 8 Uhr morgens in unserem kleinen Paradies hier. Ab zum Frühstück. Die anderen sind schon vorgelaufen. Ich muss hier erstmal dieses schöne Tor zumachen. Wunderschön. Da geht die Sonne auf. Und da geht die ganze Bande zum Frühstück. Das ist unser üblicher Weg hier am Morgen. Könnt ihr mal sehen, mit was wir uns hier immer rumschlagen müssen. Ja. Kriegt er besser hin als ich. Und immer schön Schuhe ausziehen hier. Klein, aber fein, unser Frühstücksraum. Was gibt's heute? Die Dreiecke. Yes! Die sind geil. Gibt morgens eigentlich immer entweder Pancakes oder diese Teig in Öl gebackenen Dreiecke. Also sehr gut. Das sind die guten Fette, wie der Lukas sagen würde. Tee hier. Was ist das für ein Tee? Scheitee, ne? Scheitee. Das ist der wichtigste Zutat. Haben wir extra nochmal gekauft. Davon kann man gar nicht genug drauf machen. Und dann auch wichtigste Frühstückszutat. Davon killen wir zu 8 oder zu 10 ein Glas pro Morgen. Peanut Butter. Und dann halt noch ein bisschen Marmelade drauf. Das Gute ist, diese Dreiecke sind innen hohl. Da kannst du viel Zucker rein tun. Das war's wie so ein Berliner. Das ist auch für euch. Das reicht jetzt auch. Erster Tag. Puls ist hier beim Hochgehen 133. Höhe. Ja, hinterlässt jetzt schon ihre Spuren. Echt krass. Ich kann nicht reden. Ich habe 145er Puls. Was soll ich machen? So, Camarini Track. Das? Der ganz berühmte. Haben sie begradigt. Ihr seht, die Innenbahn. Ein schönes Profil. Hier wird gelaufen. Also Chris, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach mal hier eine Runde in 70 laufen. Ja, okay. 70 Minuten habe ich schon Zeit. Die ersten Tage im Trainingslager sind schon vorbei. Wir haben uns gut angepasst, sind ganz locker immer gelaufen, ein bisschen locker Rad gefahren, locker massieren lassen, Chris, ne? Ja, war gut. Das war auch gut. Genau, heute Morgen geht's zu den Hill Raps. Wir dürfen einer Trainingsgruppe zuschauen. Sind schon sehr gespannt. Sie haben auch gefragt, ob wir mitmachen wollen, ob wir sterben wollen. Haben wir dankend abgelehnt. Aber dazu dann gleich mehr. So, kenianisches Einlaufen. Ich kann gar nicht so langsam laufen. Das ist eher so ein, fast schon so ein Gehen. Ganz normaler Arbeitstag, oder? Ja! Jo, Chris, tritt rein! Ich
easy, my friend. Swear it up. Was ist da los? Du bist doch nur zweimal gelaufen. Es ist so hart. About two more. Two more. Ich sag's wie es ist. Ohne VO2 Max macht das hier keinen Spaß. Und hier oben haben wir schon 10% weniger VO2 Max. Oh Gott. Das ist einfach nur so einen richtigen Druck auf den Lungen. So richtig. Oh, Scheiße. Und die machen das eine Stunde. Unglaublich. Aber eine bessere. Oh, das ist ja das deutsche Wort. Scenery. Sorry. Gibt's ja wohl nicht, oder? Wenn man hier so durch den Wald schaut. Oder Chris, was sagst du? Ganz easy hier. Das ist unfassbar. Das ist richtig krass. Also runter mit dem Mountainbike. Ich bin nur mit dem Mountainbike gefahren. Macht das richtig Bock. Das ist ein richtig geiler Trail. Aber hoch. Alter. Einmal richtig krass. Steil halt. Und dann die Luft, ne? Also die Höhe, die merkst du. Alter. Und die machen das halt hier ohne Pause. Die laufen hoch, runter, hoch, runter. Das ist Wahnsinn. Nice try. Ja, try. So, direkt nach dem Laufen. Schön an den Frühstückstisch. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Heute gibt es natürlich wieder Erdnussbutter, Chai-Tee mit extra Zimt und Teigtaschen. Moi bien. Super. Die anderen geht es heute auf den Track. Für Basti und mich auch, aber nur als Zuschauer. Aber dafür machen wir so ein bisschen Stabi und Athletik in unserem kleinen Kraftraum hier. Ist ganz nett. Klein, aber fein. Ich glaube, der Junge, der meditiert schon. Das ist schon. Wofür ist das gut? Fußgelenksmobilisation und den Talus. Das ist ja so ein quasi Mittelfußknochen, der hier ungefähr sitzt. Na, da habe ich auch immer Probleme mit. Ja. Damit kann man den super mobilisieren und hat man nochmal eine tiefere Dehnung hier auch in den Soleus rein. Ja. Ist der Hocker, dieses kleine Bänkchen da notwendig? Oder? Ja, das ist wichtig, weil du willst quasi von oben nach unten ziehen, beziehungsweise von unten nach oben. Du musst eine kleine Stufe drin machen. Okay. Ich gehe am Anfang mal so ein bisschen mobilisierend rein. Links bei mir mal ein bisschen schlechter leider, sieht man auch. Und dann halte ich das ungefähr eine Minute. Das Band muss auch wirklich kräftig sein, es darf auch nicht zu dick sein. Das ist schon so Grenze. Muss schon gut auf Spannung auch sein. Und das ist die Sexübung. Das ist die Muschel. Oh. 39, 40. Obere Becken weiter nach vorne. Oberes Becken weiter nach vorne, nicht verdrehen. Gut, Chris, guck mal. Dieses Dehnen, das tut immer so weh. Das lasse ich einfach wieder sein, dann habe ich weniger Schmerzen. Okay Leute, also heute erstes intensiveres Programm, aber sehr intensitätskontrolliert. Die Norweger lassen grüßen, das heißt wir bewegen uns zwischen 2,5, maximal 3 Millimol, aber 2,5 ist eigentlich das Ziel. 8 bis 10 mal 4 Minuten mit 1,5 Minuten Pause. Wir schauen, dass ihr immer am gleichen Ort ankommt. Das heißt, ihr könnt eure Pause gehen, trabend gestalten, ist gar kein Problem. Einfach so ein bisschen wieder die Atmung regulieren, weil in der Höhe ist es ja nichtsdestotrotz auch immer noch mal ein anderer Schnack für die Norddeutschen unter uns, damit ihr das auch versteht. Genau, geht schon ab. Wir halten natürlich die Innenbahn soweit frei, aber es ist ja kaum was los. Schaut, dass ihr nicht irgendwo reintretet. Zum Warm-up, wir sind ja gerade hier locker hingelaufen, macht ihr jetzt bitte 2x3 Minuten. Ersten 3 Minuten 4,30, zweiten 3 Minuten 4,15 und ihr kommt nach den 3 Minuten immer wieder hier hin. Machen wir ganz kurz erste Kontrolle, einfach nur um so ein bisschen schon zu fixieren, wo wir hinwollen vom Laktat her. Und dann haben wir eine gute Orientierung, damit wenn wir starten, ihr eine Pace habt. Ja, das ist so eine Vorkalibrierung. Okay, noch irgendwelche Fragen? Also Ernährung, trinkt genug, ihr könnt auch immer wieder, macht lieber eine zu lange Pause, ist kein Problem. Trinkt ein paar Kohlenhydrate dazu, Lippengel, damit ihr hier gut versorgt bleibt.
Viel Spaß. Gumo. Was haben wir? 7.25 Uhr. Zeit für einen Frühlauf. Wie viele Kilometer? Oh, Chris, hast du auch so kleine Augen? 10. Immer. Ich wollte gerade sagen, die Uhrzeit kann man immer an Chris' Augen ablesen. Früh. Ich werde hier nur gemobbt. Ja, schon seit einer Woche. 10 Kilometer. Aber erstmal. Basti läuft mit, damit es auch nicht zu schnell wird. Ja, kann ich mitleben. Ja, immer Kontrolle. Ja. Sehr gut. Gut. Erstmal einen Kaffee. Was machst du denn? So, heute ist ein bisschen frischer. Deswegen nochmal kurz das Longsleeve angezogen. Und jetzt geht die ganze Rasselbande zum Schuhmacher S. Denn da starten wir immer. Regeneration. Reha-Programm. Eis, ne? Ja, und Kollagen in der Flasche. Mach den Basti wieder schnell. Hm. Wird der nachher beim Laufen wieder übermütig? Ich bin nachher nicht mehr dabei. Ja, die Rolle. Ein Lauf am Tag. Das ist schon richtig gut gerade. Ja, vor allem 10 Kilometer, ne? Mega geil. Regeneration Part 2. Yes. Erst hier kühlen und Kollagen und dann hier schön. Das sieht aber eher schmerzhaft aus, vor allem mit diesem kleinen. Tibialis posterior. Aufsatz. Hintere Schienbeinmuskulatur lockern. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt der Chris. Macht er das jetzt extra nur für einen Vlog? Oder? Voller Wichte. So. Double Run Day geschafft. Das erste Mal für mich, by the way. Also nicht hier in Kenia, sondern überhaupt. Glaube ich zumindest. Aber war gut. Und jetzt gibt's Essen. Mal gucken, was es gibt. Was meinst du? Was gibt's? Vielleicht wieder diese Ugali. Ich hoffe nicht. Die war nichts für mich. Doch, die war mega. Ja, was gibt's? Kohlenhydrate, Proteine, keine Fette. Schauen wir mal. Und was gibt's? Reis. Kartoffelpü. Dann natürlich unsere schönen Linsen. Mit irgendwas anderem. Und hier ist Spinat, würde ich sagen, mit irgendwas anderem. Leute, es gibt nach wie vor die wichtigste Zutat. Schön Ketchup. Und wir hatten beide nicht recht, was das Essen angeht. Nee, leider nicht, aber war trotzdem gut, ne? Ja. Bestampft war das auch eher, ne? Ja, und da war irgend so ein Gewürz drin, das so ein orientalisches Gewürz. Ich weiß noch nicht, welches das war. Ja, ist mir klar, du das nicht kennst. Du kennst ja nur Pfeffer und Salz. Sagehaft. So, hier der abendliche Sektenkreis. Dann ziehst du den Derniger. Der dich einmal Double Threshold. Und der Anna so, bist du schon im Intervall? Gut, also morgen 5 Uhr, ich denke halb 5 aufstehen. Kleines Frühstück. Was denn? Oreo-Kekse? Morton Solid vielleicht. Okay. Hast du da noch welche auf Lager, oder? Klar. Hab ich dabei. 1000 Schillinge. Weil du es bist. Hast du richtig gehört, ey. Machen sie gut. Ja, jeder hat hier so seine Aufgabe, ne? Ich muss filmen, ich darf filmen und die dürfen die Wäsche aufhängen. Was? Nein, 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 n
Proteine? Stunde vorm Schlafen gehen. Ist gut, vor allem für? Also einfach jetzt also Krämpfe oder? Nee, also ich merke, also ich meine, dass ich auch ein Stück weit einen Magnesiummangel habe, weil ich ja immer so hohe Spannung habe. Habe ich jetzt eine Stunde. Muskelspannung. Ja. Licht war das Licht wieder. Ist hier super. zu viel Stromquellen gerade. Ja, und dann wirkt es ja auch beruhigend, also neuronal, nervlich. Und ja, ihr wisst ja, Frodo macht es genauso. Stunde ungefähr, 2 Scoops. Pina Colada ist auch immer noch mal ganz geil vor Schlafen gehen. Schmeckt gut. So, jetzt aber Licht aus hier, ne? Es ist schon spät. Gleich, Chris. Morgen früh meckert ihr wieder, dass ihr aufstehen müsst. Aber keiner gemeckert. So geht das nicht. Los. Mit dem Kaffee, das bleibt aber so, ne? Da lacht er nur. Kann gerne so bleiben, aber morgen früh gibt kein Kaffee. Morgen früh ist zu früh. Na. Moin. 5 Uhr morgens in Eden. Wir fahren jetzt nach Eldoret zum Track, um den Goat zu sehen. An der Tanke angekommen. Warten wir auf unser Matatu. Da ist es. Das Party-Matatu hier. Guten Morgen. Guten Morgen. So, am Track angekommen. Die Sonne ist auch schon aufgegangen. Und wir haben Elliot schon gesichtet. Richtig geil. Kommt jetzt. Vorne. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, ja. Wie schnell die hier alle laufen. 2,50er Pace. Der erste aus der Gruppe, die jetzt gleich kommt. Danke da. Der erste. Bisschen langsamer geworden. Oh oh. Jetzt mal 19. Was sagt der Coach? Nee. Dazu sage ich gar nichts. Das war unfassbar. Patrick Sang, der Coach, hat uns auch gerade eben schon begrüßt. Als ob wir die dicksten Homies wären. Also, das ist echt unfassbar hier. So, die Jungs sind immer noch am Flitzen. Ich glaube, hinter mir müsste gleich Elliot wieder kommen. 1600er stehen wir den heute auf dem Plan mit 2 Minuten Trabpause. Beziehungsweise 100 Meter gehen sie dann immer. 100 Meter so ein bisschen traben. Und die laufen einfach wie so ein Moped hier rum. Das ist schon wirklich, du kannst nicht zu oft sagen oder nicht oft genug. Es ist einfach nur beeindruckend, was hier abgeht. Schon, ja. Da fehlen dann manchmal so ein bisschen die Worte, muss man ganz ehrlich sagen. Echt cool. Ja, ich hatte das Vergnügen, gerade ein bisschen mit Patrick Sang nochmal quatschen zu dürfen. Ja, ist einfach total inspirierend. Er ist immer schön am Teilen zwischendrin, am Stoppen, was er so mit welchem Athlet macht, was er sich so anschaut, ob die Schultern nach oben gezogen sind oder nach unten gezogen sind, ob er schon ein bisschen zu viel investiert oder nicht, was er mit 800 Meter Läufern macht, was er mit Marathonläufern macht, was er von Carbon-Schuhen hält, also alles sehr, sehr spannend. Wir haben auch schon so ein bisschen die Befürchtung, dass er Yannick abwerben will, aber so weit sind wir noch nicht. So, nach dem Goat-Besuch ging es heute nochmal über einen kleinen Lauf nach Hause. Für Basti und mich 12 Kilometer und Anna und Freddy haben 20. 20. Und danach ging es nochmal schön zur Massage für mich. Und der Freddy, der ist jetzt gerade bei der Massage. Und da gehe ich mal mit euch hin. Einen kleinen Oreo-Keks. Reinspitzen. Double Run Day gestern und der Lauf heute, die haben es. Irgendwas ist heute anders. Haben was ausgerichtet, ne? Plantarfass, der hat da irgendeinen scheiß Punkt gefunden. Ja. Fuck. Man muss immer auf entspannt machen, damit er nicht nur fester reingeht.
Immer lächeln. Ah. Immer lächeln. Bloß nicht die Zehen spreizen. Und schwitzen. Aber Ben, bester Mann, der findet wirklich alles. The man with the golden hands. Das Gefühl, der wird das jetzt extra stark. Ja. Ab ans Riff. Ans Riff ist er am Riff, oder? Ja. Wir schnorcheln heute. Ein paar Videos drehen. Endlich ans Wasser. Ich hab schon ein bisschen vermisst. Es sieht auf jeden Fall immer so aus, wenn man da hingeht, als ob man zum Wasser gehen würde. Aber hier ist weit und breit kein Wasser. Nur im Wasser. Ich glaube, das andere Video über die Kenianer und Kenianerinnen, das ist natürlich, das hat das beste Intro aller Zeiten auf diesem Channel, würde ich sagen. Es gibt nichts Besseres. Da muss ich eine Kleinigkeit noch zu sagen. Basti weiß das noch gar nicht. Ich habe gestern Abend Datensicherung gemacht, die Bilder runtergeladen, aber die Videos vergessen. Und heute habe ich schon die Karte wieder in die Kamera reingesteckt und wollte die formatieren. Dachte mir so, ah komm, kontrollierst du noch, doch nochmal, ob ich alles habe. Und dann ist mir eingefallen, ups, die Videos habe ich ja noch gar nicht drauf. Das hat's mir besser nicht gesagt. Kriege ich trotzdem noch ein Herz, der Basti. Ja, hier ist übrigens auch ein kleiner Bauernshop, wie wir das, ein Hofladen, würden wir sagen. Ja. Ne? Tante Emma Laden. Hofladen. Hofladen. Und falls ihr euch gefragt habt, wer der größte Filmer-Allmann oder der größte Allmann unter den YouTubern ist, Chris hat den Vogel auf jeden Fall abgeschossen. Ey, Bauchtasche oder was ist das? Gürteltasche? Nee, was ist das? Hipbag. Ein Hipbag. So heißt es. Bisschen Hippie. Er ist vom Mountainbiken, er ist praktisch. Das passt das Teleobjektiv. Wenn ich dich so mal auf dem Mountainbike sehe, ne? Da flanke ich dich aber vom Mountainbike. Okay, so, hier sind wir am Riff. Super nice. Hier ist auch tatsächlich auch ein Waschplatz. Hier an den Felsen wird immer gewaschen. Und dann, ja, dann könnt ihr mal sehen. Das ist unglaublich hier. Hier geht es einfach mal schlanke. Wie viel Meter? 300 Meter ungefähr? Runter. Ja, mit der Straße bis zu dem einem Aufsichtspunkt sind 700. Aber nicht der Straße, sondern nicht 700. Nee, da fährst du aber noch ein bisschen weiter. Ach so, ja, aber hier sind so 300, würde ich sagen. Ganz hinten ist nochmal deutlich mehr. Donnerstagmorgen, vorletzter Tag, haben wir uns gedacht, gönnen wir uns nochmal. Und zwar sind Basti und ich jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Startpunkt. Und laufen dann zum Start vom Fahrtleck und schauen mal, wie lange wir dranbleiben können. Ich bin da jetzt nicht so zuversichtlich. Ja, wir werden sehen. Bin gespannt, was das Programm ist. Weil entweder ist es 1-1, 2-1 oder 3-1, also Minuten. Ich hoffe ja auf 1-1, aber am Dienstag war es schon 1-1. Und? Ich hoffe auf 1-3. Sehr gut. Ja, today, guys, is 1-3. Ja. Und was soll ich sagen? Achso, das Fahrtenspiel heißt The Boston Fahrtleck. Weil das die ersten 3 Kilometer so ein bisschen bergab geht. Wir kennen die Strecke ja schon. Weil in Boston geht es ja auch erst bergab. Genau. Wir sind gespannt. Wir melden uns nachher nochmal schnaufend. Ja, mit diesem Boston Fahrtleck ist das wohl nichts geworden. Denn da waren wir ein bisschen zu spät für dran. Ja, oder wir haben den Startpunkt verraten, würde ich sagen. Viel Information bekommen. Da hätten wir nämlich erst nochmal 4 Kilometer oder sogar 6 Kilometer, glaube ich, im Endeffekt laufen müssen, bis wir da sind. Aber jetzt nehmen wir den Two-Wheel-Fahrtleck, glaube ich, heißt es. Keine Ahnung warum. Ja, top. Roma-Partner, die uns den Weg zeigen. Total nett. Wieder. Und überall natürlich morgens schon. Leute, die hier laufen, macht echt Laune. Jetzt gucken wir mal,
Die laufen, glaube ich, gerade los. Und hier kommen sie wahrscheinlich so in 20 Minuten dann vorbei. Schauen wir mal, ob wir uns der Meute anschließen können. So, da kommen sie. Das sieht nach easy aus. Ein Glück. Fragt sich nur noch, wie lang. Oh nein, es geht los. Oh Scheiße. Nein, ausgerechnet bei uns. Okay, that's fast. So, und wieder her. Okay. Das ist deren Ernst? Ist das deren fucking Ernst? Ich bin hier im Vollsprint. Über diese. Schließ die Lücke, heißt es bei Swift, ne? Keine Chance hier. Alter. Ist das jetzt locker? Ja. Alter. Boah, ist das hart. Sehr geil, Jungs. Das war ein cooles Treffen. Ja. Mitten im Nirgendwo. Ah, warte mal, die kenne ich doch. Und wo haben wir uns getroffen? Am Ende des Feldes. Nee, nee. Naja, warte mal. War noch die Mitte. War noch die Mitte. Wollen wir mal kurz. Zwei, drei waren noch hinter uns. Wahnsinn. Geschafft. Frühstück. Heute selbst gebackene Brötchen. Hatten wir auch noch nicht. Mit Yikes. Was sagen Sie dazu, Herr Doktor? Ja. A good pace is a suicide pace. And today is a good day to die. So ungefähr hat es sich angefühlt. Ey, Yannick, was machst du da? Das ist echt hartes Leben. So, der zweite? Nee.
vierte Platten mittlerweile? Glaube ich. Aber heute der? Der zweite, dritte. Dritte. Freitagmorgen, letzter Morgen. Machen uns gerade nochmal fertig für ein abschließendes Läufchen. 8 Kilometer. 10. 10 Kilometer. Tutorial, wie man eine Schlaufe bindet. Nee. Schleife. Die Höhe. So krass, wenn du da so mit den normalen Schuhen im Gelände gelaufen bist. Das ist geil, das Bild. Das war's. Wir warten hier gerade auf unser Matatu. Abreise. Genau, das Gesicht beschreibt es ziemlich gut. Schon traurig. Ja. Ja, war eine sehr schöne Zeit. Big chill zu fahren. Sorry, Digga. Yes. Yeah. Yeah, we are. Can be the best Matatu driver. Yeah. What is it? Wie ist die Lage gerade? Ich war schon mal früher am Flughafen, sagen wir es so. Also wenn wir eine halbe Stunde vor Abflug da sind, wäre gut. Wird aber auch schon knapp. Am Ende wird doch immer alles gut. Haben es doch noch pünktlich geschafft. 15 Minuten vor Start. Aber ist auch noch nicht vor Boarding, also von daher. Also entspannt. Ja.